Hallo, herzlich willkommen, Morning Talk, Mittwoch, der 3.2.2015. Sehe ich müde aus? Geht. Am Montag hatte ich, wie gesagt, neue Schicht. Das war das erste Mal, dass ich um 5 Uhr morgens anfangen musste. 4.15 Uhr aufstehen, das geht eigentlich noch so irgendwie. Ich habe gemerkt, morgens kann ich ein bisschen länger schlafen, weil ich bin der Einzige, der in der Gegend rumfährt. Also passt das eigentlich. Und dann habe ich, und das Witzige war, es waren um 4:30 morgens 14 Grad im Winter. 14 Grad. Dachte ich, man weiß gar nicht mal, was man anziehen soll. Ich hatte ein T-Shirt an. So ähnlich wie das. T-Shirt. Und diese, so eine ähnliche Jacke wie die da. Und dann habe ich noch eine ganz normale schwarze Jacke angehabt. Kein Mantel, aber so eine Jacke. Das war so, Alter. Ich habe um so eine Uhrzeit noch nie so warm gehabt. Nicht mal im Sommer. Und ich war froh, als ich dann auf der Arbeit war und mich einfach ausziehen konnte und dann einfach nur noch mit dem T-Shirt darum war. Dann sind wir Kaffee trinken gegangen. Haben wir uns gedacht, ja komm, wir gehen raus. Stand mir draußen mit einem T-Shirt und haben Kaffee getrunken. Das ist nicht normal. Heute war es ein bisschen kälter. Wir waren trotzdem 10 Grad. Also irgendwie. Bin mal gespannt, wann der Winter richtig kommt und dann war es das, glaube ich. Dann geht die Welt unter oder so. Oder die Sonne kommt und macht uns so kaputt. Ah, keine Ahnung. Ja, ich habe gerade eben noch schnell mit Mariandos Blade and Soul aufgenommen. Leider ist am Montag keine Folge rausgekommen, einfach weil ich habe keine Ahnung, wo die Folge hin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es gerade bearbeiten, denke mir, hä, was ist das? Ich habe vorher irgendwas anderes aufgenommen. Existiert nicht. Ja, deswegen kommt erst heute eine Folge. Könnt euch drauf freuen. Wir haben, wie gesagt, heute noch bis 5 Folgen aufgenommen. Eigentlich ziemlich viel. Heute steht auf dem Plan. Was steht denn heute auf dem Plan, was ich heute mache? Heute habe ich frei. Das ist ganz cool. Heute werde ich wahrscheinlich Flammflügelmann aufnehmen. Oder was heißt ich? Der Herr Flammflügelmann kommt, schmeißt mich raus und setzt sich hier hin und redet dann irgendwelchen Nonsens über Boku no Pico. Und das wird heute gemacht, dann vielleicht, ich weiß nicht, das kann ich ja sagen, Star Wars hört auf. Marianne und ich haben einfach irgendwie keine Lust mehr. Das war zum Star Wars Film der Hype zum Spiel, aber der ist jetzt wieder so verflogen, also das Spiel. Ich weiß es nicht. Ich habe überspringen. Es könnte sein, dass was Neues jetzt kommt bald. Wie gesagt, heute habe ich frei. Da werde ich vielleicht dazu kommen, was aufzunehmen. Vielleicht sogar ein Together mit jemandem, den ihr schon lange nicht mehr gehört habt. Und es kam ein neues Spiel raus. Da habe ich blind zugeschlagen. Ich hoffe, es ist gut. Und zwar American Truck Simulator. American oder Amerika? American Truck Simulator. Ich empfehle es jedem. Ich habe es zwar noch nie gespielt, aber ich empfehle es jedem. Einfach weil Euro Truck Simulator so geil ist, das Spiel. Es ist einfach geil, wie man in Europa einfach da rumfahren kann. Wenn man von Frankfurt nach Berlin, von Berlin dann irgendwie nach Prag und was weiß ich, da rumfahren kann. Das ist schon geil. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe Stunden gespielt. Der Marianne hat mich gefragt, ob ich das Let's Playe. Ich weiß es nicht. Es wäre vielleicht cool mit einem Lenkrad, aber ich habe kein Lenkrad. Was kostet ein Lenkrad? Wahrscheinlich zu viel. Ich gehe mal stark davon aus, dass es einfach zu viel kostet. Lenkrad, PC. Ja. Bestseller ist hier 50 Euro. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist bestimmt noch geiler mit einem Lenkrad, als wenn man das einfach so mit der Tastatur spielt.
Nee. Ich habe den Monat wieder. Der Monat hat erst angefangen. Ich habe schon zu viel Geld ausgegeben. Es ist eine Überlegung wert. Es ist schon cool, wenn er da hier so steht, man da so lenkt. Weiß nicht. Weiß Warum habe ich hier schon wieder so viel Geld ausgegeben? Erstens liegt hinter mir mein Faschingskostüm irgendwo rum. Oh man sieht es aber nicht. Das ist in der Verpackung da hinten drin. Was mir zu klein ist. Irgendwie, ich muss es also nochmal umtauschen. Ich hoffe, das kommt bis am Samstag, weil am Samstag ist hier bei uns Umzug. Bin zwar nicht der Fasching-Typ. Also ich wohne eigentlich mittendrin hier im Fasching, aber bin nicht der Typ dazu. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ach komm, ich gehe mit. Ist okay. Ja. Ich habe mir wieder Funkos gekauft. Habe ich ja, glaube ich, erwähnt. Das hab ich gesagt, ja. Es ist jetzt heute die Lieferung gekommen. Ich habe bei zwei verschiedenen bestellt. Einmal eine kleinere Lieferung mit zwei. Und dann noch eine größere, die kommt wahrscheinlich morgen. Oder ich hoffe es. Wenn ich frei habe, kann ich mich wenigstens auf etwas freuen. Wenn jemand klingelt. Wie gesagt, zwei Funkos habe ich mir bestellt. Ich mache auf. Auf. Guck so rein. Denk mir. Warum ist da nur eine drin und ist Wolverine? Dann sag ich mir. Okay. Habe ich nicht bestellt. Will ich nicht. Ich habe mehr gekauft. Bezahlt. Ja. Es war sehr verwirrend, das ist mir noch nie passiert, dass man mir das Falsche schickt. Ich kann mal gucken. Ja. Ob man mir schon was. Auf Facebook gibt es eine Funko-Sammelkiste, heißt die. Da bin ich auch dabei, das ist ganz cool. Was die Leute mir geschrieben haben. Ich hab. Oh, es gibt Rocky. Interessiert mich zwar überhaupt nicht, aber. Wo ist denn meins? Schon so weit unten. Ja, gut. Ja, es sind halt zu viele Kommentare und alles. Ah, da ist es. Naja, immerhin keine Elsa. Ja, Elsa will ich nicht. Der Wolverine sieht geil aus. Warte, kann ich den vergrößern? Warte. Geht das bitte? So, mal gucken, ob ich das hinkriege, ob das geht. Das geht sogar wunderbar. Hier, den habe ich bekommen. Den da. Den hier. Den. Den wollte ich nicht. Es ist sehr. Sehr komisch. Ja, egal. Es hat sich schon geregelt. Ich kann das jetzt kostenfrei zum Glück zurückschicken. Bekomme dann die anderen zwei. Leider nicht morgen und nicht übermorgen, aber irgendwann. Leider. Ja, so, das war's eigentlich von gestern und vorgestern. Da war sonst nichts. Doch, ich habe gestern gestreamt. Wie in den letzten 2, 3 Wochen täglich. Und heute hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe erstmal einen neuen Bot reingemacht. Der hat jetzt ein, ich sag mal, Erfahrungspunkte-System habe ich eingeführt. Ich habe noch keinen Namen dafür. Ich nenne es Bracke, aber ich finde den Namen einfach scheiße. Ich muss mir noch einen Namen überlegen oder vielleicht kennt ihr ja einen. Ich weiß es nicht. Wo einfach Zuschauer beim Chat sind und alle 10 Minuten bekommen die Punkte. Wenn sie chatten, also schreiben, bekommen sie nochmal extra Punkte. Wenn sie mir followen, bekommen sie extra Punkte und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, wo die Leute alle hergekommen sind, aber ich hatte 8 aktive Chatter. Oder User in meinem Channel. Das fand ich echt krass. Ich hatte mal. Das ist schon lange her. Bei Witcher hatte ich, glaube ich, mal 40 Zuschauer, aber da hat keiner ein Wort gesagt. Außer, woher hast du das Spiel schon? Weil ich schon eine Woche vorher hatte und gestreamt habe. Was im Nachhinein ich hätte nicht machen dürfen. Aber zum Glück war es denen egal. Ja, das war denen ziemlich wurscht. Zum Glück, sonst hätten sie mich gebannt.
Ja, wie gesagt, ich habe Diablo gestreamt und habe dann auch mit einem von denen, die mir zugeschaut haben, mit denen gezockt ein bisschen. Also es war ganz witzig. Werde ich heute dazu kommen zu streamen? Ich glaube nicht. Ich habe das mit Flammflügelmann schon ausgemacht. Dann das andere mit dem Together Let's Play. Dann wird heute Streaming wohl ausfallen. Ist blöd, aber dann wird es morgen weitergehen. Aber heute ist eh erstmal Chille. Vielleicht fahre ich noch in ein Elektrofachgeschäft und gucke, ob es neue Filme gibt. Denn man hat mir... Wie viele Bilder waren es? Ich muss gerade mal gucken auf meinem Handy. Hier. Maze Runner. Teil 2 ist rausgekommen. Yay. Ich meine, ich bin Fan davon, deswegen yay. Und dann Sicario. Den Film habe ich nicht gesehen. Aber er soll ja ganz okay sein. Also er war bei Philipp und Timo in den Top 10. Deswegen gehe ich mal davon aus. Vielleicht haben sie ja so ein bisschen Ahnung von Filmen. Und dann kam noch True Detective Staffel 2. Aber ich kaufe mir nicht jeden Schrott. Also ich meine, True Detective ist kein Schrott. Aber mal gucken. Ich habe mir auch Walking Dead noch nicht geholt. Die 4 The Walking Dead. Müsste ich mir auch noch holen irgendwann. Ich muss auch hier Platz kriegen. Keine Ahnung. Was gibt's noch? Nix gibt's. Ich rede schon viel zu viel. Ja. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.